So Leute, mal ein kleiner Zwischenbericht. Von da oben sind wir gekommen. Hier war der kleine Einbruch. Und jetzt machen wir uns da runter, ob da unten vielleicht der Stollen sein könnte. Auf jeden Fall hier, das könnte vielleicht schon alter Kernstein sein. Das werden wir gleich noch genauer kontrollieren. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Ach so, hier ist schon überall so taubes Gestein und alles. Aber das könnte auch Schrott von den Leuten sein. Ja, das auf jeden Fall. Das hier alles Tonrohr, was hier vorne liegt. Eben. Dass die Leute einfach nur ihr Bauschutt hier hingelegt haben. Und Kalkstein, ne? Und taubes Gestein wahrscheinlich. Ja. Das sieht auf jeden Fall aus. Na gut, Leute, bis gleich da unten. Ja, so Leute, wir sind jetzt direkt von da oben gekommen. Und wie ihr seht, hier ist alles voll mit Müll. Aber schon sehr, sehr alt. Ich habe hier sogar ein Schnupftabakdöschen gefunden gehabt. Und ihr wisst ja, wie lange schon kein Schnupftabak mehr verwendet wird. Und hier ist noch ein Aaleofen und alles. Das stinkt. Und hier, wie ich es vorhin gesagt hatte, das ist ein schöner No Barrel. Wie sagt man dazu auf Deutsch? Barrel? Fass, genau. Ja, der Bömi ist ein altes Ölfass hingelegt, der Bastard. Und hier hat er da noch was hingelegt. Aber das kriege ich schon nicht immer raus. Was ein Schwein. Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Es hängt Meter tief in der Erde drin, hat er gesagt. Ja, Leute, so. Und jetzt wollen wir mal hier nach lurchen, ob das der gesuchte Stollen ist. Ah, jetzt komme ich hier nicht richtig hoch wegen dem Bömi wieder, der Bastard. Und der? Genau der. Sieht aber ganz schön verdächtig aus, ha? Das stimmt. Und auch verdächtig zugeschüttet. Mhm. Also wenn wir sonst nichts finden, wäre ich mir sicher, wir müssen das mal auf der Landkarte kontrollieren nochmal. Aber das erinnert mich stark an den einen Tagebau, wo ich die Videos löschen musste. Boah. Eben. Leute, also wie gesagt, wir bleiben dran. Definitiv. Geil. So Leute, wir haben uns jetzt direkt hier hochgekämpft. Hier unten könnt ihr noch mal runter gucken. Und das sieht genauso aus wie da hinten auch, wo wir schon mal waren. Das wird bestimmt der Stollen sein. Gut, dann haben wir jetzt hier noch mal einen alten BP anscheinend. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es BP liest. Ich meinte auch, ihr könnt das ja sehen, hier B und hier das P, wo früher Telefonleitungen lang gingen. Aber hier haben sie schön ausgegraben, hier runter gepflockt.
Und hier noch vom Baustoff gerne einen Ball. Gibt es ja auch schon seit 20 Jahren nicht mehr ungefähr. Tja, Leute, wir bleiben dran. Extra nur für euch. So Leute, wir sind jetzt hier unten am tiefsten Punkt angelangt. Eben. Leute, hier sind wir doch schon ganz schön tief hier unten, hat er gesagt. Das ist wirklich filthy hier. Eben. Und hier unten haben die jungen Leute ist in der braunen Tonne richtig gezeigt, Leute. Der haben sie es richtig gezeigt, wo der Hammer hängt. Hat jemand Lust auf Schluck Sangria? Tja, Leute, geil. Ja, da wo überlebt, ey, den Sturz. Das stimmt. Und hier, guck mal, hier, hier ist noch eine alte Person. Ui, ja. So eine suche ich eigentlich schon seit Ewigkeiten. Ich habe mal jemanden beobachtet, wie einer auf den Schrottplatz gefahren hat. Aber fehlt der Deckel. Na, hier nochmal alte Buddel, so wie wir es von früher immer kennen. Guck dir den Loch da hier mal an. Oh ja, hier geht's ja auch. Das ist aber ausgewaschen. Das ist ausgewaschen. Hier ist über Jahrhunderte, über Jahrmillionen, das ist Wasser runtergelaufen. Ist ja Kalkstein. Kalkstein ist ja wasserlöslich. Und hier hat es dann unterirdische Flüsse sozusagen gebildet. Ja. Also das ist natürlich entstanden. Filthy. Gut, Leute, also. Hier ist ja da nichts mehr zu entdecken. Scholz? Guck mal. Hier, solche Flaschen habe ich noch nie gesehen. Oh. Guck mal, die braune hier. Ach da, hier lag vorhin auch eine. Hier vor Ort eben gerade. Keine Ahnung, jetzt weiß ich es nicht mehr. Hier, das ist ja auch ein Aderofen, ne? Hier, das. Das ist auch ein alter Ofen. Die Leute haben alle ihre Öfen hier entsorgt. Und der sagt hier sogar noch Ofen. Das ist der offen Ofen. Oder der Ofen offen. Ofen. 05er. Ofenback 05er. Das kleine Fläschchen ist 05er, Leute. Komm, halt mal. Ja, die ist dicker. Ja, haut ungefähr hin. Das ist eine richtig schöne alte Flasche, Leute. Ja. Das ist noch eine richtig schöne alte Flasche. Liegt die irgendwo in Sicherheit. Ja. Also war das vorhin doch der Stoll. Ja, oder die Stelle, gell? Weil das sieht auch irgendwie zugeschüttet aus. Aber das andere sieht eher verdächtiger aus. Richtig. Ja. Also gut, wir gucken uns jetzt hier nochmal um, obwohl hier ist ziemlich matschig. Das ist offensichtlich wirklich die tiefste Stelle hier. Also ungefähr, ich gucke hier, das ist schon frisch.
Ja, hat man vorhin auch gesehen an der einen Stelle. Oder ist immer so nach dem Winter, wenn es gefroren hat. Ja. So Leute, das ist wirklich Firpfe hier. Holz. So, hin ist noch ein Aale-Eimer. Ja, dann bis gleich. Dann halt nicht nur von da unten den Stollen angetrieben, also von hier oben auch dann. Genau, also wir sind jetzt sicher, das ist der Stollen, weil wir haben hier diese Spuren gefunden, diese Bohrdinger, wo man dann den Sprengstoff reingesetzt hatte. Hier sind auch noch mal zwei. Da ist noch mal Loch. Da wo die zwei, etwas höher, da ist noch mal Loch. Das ist auch Bohr. Dingsbums ist. Und da oben auch. Da oben, da oben, da oben. Da sieht man sogar, wo es weggesprengt. Ja, definitiv, Leute. Wurde. Ja, Leute, wie ihr seht, das ist dann auch doch schon einigermaßen gut zugeschüttet. Und es ist auch doch ziemlich gefährlich, weil guckt euch mal hier die Felsengeschichte an. Wird mit der Zeit langsam so rausgewaschen und irgendwann kommt das runter. Genau so ist es. Eben. Gut, Leute. Dann so viel zum Thema Kalksteinbruch in Wetzlar. Wojciech Zwieback. So Leute, abschließende Sequenz. Da hinten drinnen ist der Stollen. Wir sind uns sicher, dass das der Stollen ist. Wenn man genau hier lang guckt, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ist das nämlich eine Linie bis da hinten raus, wo der hohe Hang ist. Und das macht auf jeden Fall dann Sinn. Gut, Leute, in dem Sinne trinke ich noch mal einen Schluck Bier. Oh. Und verabschiede mich. Nächstes.